Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daily Shop. Und was zur Hölle haben wir heute bitte für einen Skin drin, den Reflex-Skin. Das ist ja eigentlich der Nvidia-Exklusiv-Skin, den hat man ja nur bekommen, wenn man sich diese 1000 Euro Grafikkarte geholt hat. Und heute ist der einfach im Shop drin, was zur Hölle, keine Ahnung, was sich Fortnite dabei gedacht hat. Aber man kann ihn heute einfach kaufen, ganz normal hier im Fortnite-Shop. Richtig crazy, ist natürlich jetzt mega kacke für all die Leute, die sich da extra die Grafikkarte für geholt haben. Weil heute kann man ihn einfach normal kaufen. Dazu gibt es auch noch die weibliche Variante, die ist heute neu rausgekommen, der Instinct-Skin für ebenfalls 1200 V-Bucks, so schaut sie aus, ist auch ein richtig geiler Skin, ich werde mir auf jeden Fall beide holen, sind halt einfach richtig geile Skins, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich die hier zu holen, besonders den Reflex-Skin, mal schauen, ob der jemals wieder in den Shop zurückkommen wird, und falls ihr noch ein paar V-Bucks braucht, um euch heute den zu holen, keine Sorge, ich verlose noch bis heute Abend gleich 20 mal 1000 V-Bucks an all die Leute, die hier meinen Creator-Code Snoxy eingetragen haben, also falls ihr die gewinnen wollt, einfach nur Snoxy hier im Fortnite-Shop eintragen. Bis heute Abend geht das noch. Morgen früh werde ich das dann im Video auflösen. Also nehmt da unbedingt teil. Einfach nur Creator Code Snoxy benutzen, denn ich verlose das wirklich nur an die Leute, die hier Snoxy im Fortnite-Shop eingetragen haben. Denn ich möchte euch ja damit was zurückgeben, dass ihr mich hier so heftig supportet und diese Gewinnspiele überhaupt erst ermöglicht. Deswegen, ja, vertragt einfach nur Snoxy dort ein, wenn ihr da mitmachen wollt. Und dann haben wir noch eine neue Hacke, beziehungsweise halt die Hacke vom Set drin. Nämlich die Winkelhacke für 5 V-Bucks mit diesem Sound. Ja, die Hacke schaut ziemlich cool aus, der Sound ist jetzt nicht so spektakulär. Dazu gibt es auf jeden Fall noch den Gleiter, den Drehpunkt. Den gab es ja, glaube ich, auch mit dem Nvidia-Bundle dazu, also diesen Gleiter hier. Auch den finde ich jetzt nicht schlecht, aber so heftig ist er auf jeden Fall nicht. Ich muss sagen, ich kann auf jeden Fall die beiden Skins empfehlen, die sind halt richtig nice. Die Hacke und den Gleiter finde ich okay, würde ich es mal nennen. Dann haben wir noch dazu weiterhin, wie gestern, noch diese Heißluft-Skins drin. Das ist einmal der Schlenky, hier der männliche, und dann noch die Beakchen, die weibliche Variante. Ich habe mir jetzt den männlichen geholt. Ich hatte ja gestern gefragt, welchen der beiden ihr besser findet. Die meisten haben da männlich reingeschrieben und den fand ich auch nicer. Deswegen habe ich mir den männlichen geholt. Dazu gibt es noch weiterhin die Hacke, den Wackelboxer. Genau, die habe ich mir auch geholt. Ist eine ziemlich nice Hacke. Dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, wenn euch hier die Serie gefällt, Leute, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und im ersten Slot der rechten Seite haben wir dann den Rebell-Skin für 1500 V-Bucks drin. So schaut er aus. Der Skin selbst ist nicht so nice, aber der Backpack ist halt richtig cool. Also dieser Baseballschläger hier, richtig, richtig geiler Backpack. Dann haben wir noch den Dynamo-Skin drin. Ein unglaublich hässlicher Skin. Also der gefällt mir leider gar nicht. Würde ich mir eher nicht holen. Ich habe ihn mir nur geholt, um ihn damals euch zeigen zu können. Dann haben wir noch den Hypergleiter. So schaut er aus. Ja, ist in Ordnung, ist halt ein bisschen farbauffälliger, deswegen ist der ganz nice. Dann haben wir noch die Lama-Glocke. Definitiv einer der besten Emotes, die es überhaupt im Spiel gibt. Also Leute, falls ihr noch die Lama-Glocke habt und noch ein paar V-Bucks übrig habt, dann unbedingt holen. Eine der wirklich geilsten Emotes überhaupt. Dann haben wir noch die beschlagene Hacke. Habe ich früher recht gefeiert, aber inzwischen, weiß ich nicht, ist das irgendwie nicht mehr so meins. Habe ich selten jetzt gespielt. Und auch der Sound ist jetzt nicht so besonders, deswegen würde ich eher nicht empfehlen. Und im letzten Slot haben wir immer noch den Windig-Emote drin. Genau, so schaut er aus. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Auch relativ merkwürdig, dass wir den 2 Tage in Folge hier auf der rechten Seite drin haben. Das ist ziemlich selten, dass wir 2 Tage hintereinander dasselbe Item hier auf der rechten Seite haben. Trotzdem war es das dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet, dass heute der Reflex-Skin aus dem Nvidia-Bundle einfach im Shop ist. Mal schauen, ob dann vielleicht sogar in Zukunft noch weitere exklusive Skins in den Shop kommen werden. Zum Beispiel aus dem Nintendo-Bundle oder hier zum Beispiel der Galaxy-Skin, weil der Nvidia-Skin ist eigentlich fast genau das gleiche wie der Galaxy-Skin gewesen. Auch einfach ein Produkt, was man sich kaufen musste, um halt einen Skin zu bekommen. Der ist auf jeden Fall jetzt einfach mal heute in den Shop gedroppt. Mega strange. Aber naja, genau, das war es dann schon zum heutigen Video. Wie immer, falls ihr neu seid, könnt ihr natürlich gerne noch ein Abo da lassen und wieder rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also top oder flop. Und wie gesagt, falls ihr noch die V-Bucks heute gewinnen wollt, einfach nur Snoxy hier im Fortnite-Shop eintragen und ein Hashtag Snoxy unten in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, habt alle noch einen entspannten Tag. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin, macht's gut und rein. Tschüss.